Wir haben jetzt den Stier GS Mindmap im Ring. GS Mindmap ist ebenso erst 14 Monate alt. Er hat einen ganz bekannten Vater, auch wenn der Vater noch ein Jungfärber ist, der Stier Mint. Und dieser Vater Mint ist ein herausragender Stier, weil er in den Eigenschaften Fundament und Euter und vor allem Eutergesundheit ein herausragender Färber ist und das auch über seine Typisierungen bei seinen Nachkommen unter Beweis stellt. Wichtig für uns ist die Kuhfamilie und wir betonen das mit besonderem Nachdruck, dass für uns bei der Selektion von Stieren für die Besamungsstation neben dem genetischen Niveau vor allem tiefe Kuhfamilien, die sich auf den Betrieben bewährt haben, entscheidend dafür sind, ob wir Stiere einstellen. Ich bitte Sie, die Augen wieder in den Ring zu richten. Wir sehen einen ganz jungen, sehr gut entwickelten Jungstier mit einer besonders gut ausgeprägten Rumpftiefe. Bitte beachten Sie auch das Fundament. Vor allem in der Fesselung ist GS Mindmap einer der stärksten Jungstiere, die wir momentan zu bieten haben. Und denken wir an Kühe, die wirklich wirtschaftlich sind. Kühe, von denen man die Milch täglich liefern kann. Kühe, die leicht trächtig werden. Und Kühe, die den Inhaltsstoff in den neutralen Bereich kommen. Alle diese Eigenschaften erfüllt GS Mindmap in einer Kombination, wie es sehr, sehr selten ist.